Moin Leute, willkommen zu meinem etwas späten 100-Abo-Special. Ich weiß, ich wollte eigentlich einen Film rausbringen, hatte uns aber von der Zeit und von den Temperaturen her eigentlich nicht gereicht. Und zwar nämlich einmal viel zu heiß und es sind Sommerferien, deswegen sind die ganzen Kameraleute und die Läufer und Kämpfer, ja, wir wollten uns auch kloppen, im Urlaub. Tja, aber ich habe jetzt mir gedacht, als Alternative dafür mache ich euch ein 100-Abo-Special, wo ich mich erstmal vorstelle, jetzt wo ich weiß, dass es ja mit YouTube und so klappt. Und ja, ich erkläre erstmal so ein bisschen, was Parkour eigentlich ist. Ich habe ja bis jetzt nur Tutorials draußen. Wie sollen Anfänger da überhaupt schon ein Gespür für Parkour bekommen, wenn sie nur für die Technik Gespür bekommen? Also Leute, als erstes stelle ich mich jetzt mal vor. Ich würde eigentlich noch die anderen gerne vorstellen, aber naja, zwei sind im Urlaub und einer ist vor ein paar Minuten erst gegangen, weil er nach Hause musste. Tja, schade. Also, ich stelle jetzt mich einfach mal vor. Ich werde wahrscheinlich im Video parallel nochmal die anderen vorstellen oder sie sich halt eben. Also, wie ihr ja wisst, ich heiße Mike. Jetzt kommt's, ihr werdet euch wahrscheinlich überraschen. Ich bin gerade mal 15 Jahre alt. Bin ich vor 4 Tagen geworden. Ja, und ich mache Parkour jetzt schon seit 3 bis 4 Jahren und ich habe schon gedacht, wenn ich es jetzt schon die kleine Weile mache, da könnte ich ja schon mal die ersten Basics anderen Anfängern erklären. So Leute, ich habe mich jetzt euch soweit erstmal vorgestellt. Jetzt stelle ich euch erstmal die Sportart vor, die ich euch überhaupt zeige. Also, die Kurzerklärung für Parkour ist, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Dabei gilt es, Hindernisse zu überwinden. Diese Hindernisse oder für diese Hindernisse gibt es bestimmte Techniken. Zum Beispiel Walls. Das heißt zum Beispiel Überwindung. Ich kann euch gerade mal ein Beispiel für einen typischen Wall zeigen. Das war jetzt einer der vielen möglichen Walls. Dann gibt es noch andere verschiedene Techniken, zum Beispiel wenn man von oben irgendwo runter springt, was etwas höher ist, dass man sich abrollt. Und so weiter. Das alles Mögliche. Diese Sportart ist quasi wie, man könnte es mit Ninjas vergleichen oder ja, mit Ninjas. Es ist einfach eine tolle Sportart, in der man quasi fliegen kann, kann ich jetzt mal sagen. Man entwickelt mit der Zeit auch eine spezielle Parkour-Vision. Man guckt überall um den Häusern, um seine Objekte herum. Oh, kann ich da hochklettern? Geht das so? Und ja, das ist einfach nur toll. Natürlich gibt es im Parcours auch bestimmte Regeln. Ihr dürft zum Beispiel auf privates Eigentum nicht ohne Erlaubnis hochklettern oder es einfach irgendwie überwinden. Ja, also wenn ihr lauft, dann möglichst auf öffentlichem Gelände. Ansonsten, das war eigentlich so schon meine Kurzerklärung fürs Parcours. Im Laufe meiner Videos werde ich auch Schritt für Schritt nochmal weitergehen und euch immer noch ein Stückchen mehr erklären, was Parcours ist. Sonst wird dieses Video nämlich abartig lang, weil Parcours kann man eigentlich gar nicht in ein paar Sätzen erklären. So, das war's jetzt eigentlich schon mit meinem 100-Abo-Special. Ah, halt, da ist doch noch was. Ich möchte nämlich noch ein paar Ankündigungen machen für Videos. Und danach zeige ich euch noch ein paar Outtakes von den Fails von diesem und letztem Jahr. Es passieren natürlich auch mal ein paar Missgeschicke beim Drehen. Jetzt aber mal zu den Ankündigungen. Ich werde im Laufe der Zeit noch Videos hochladen für Menschen, die es etwas schwerer haben, pa mit Parkour einzusteigen, siehe Übergewicht, Untergewicht. Das bedeutet, ich werde quasi Ernährungsvideos machen, wie ihr das am besten regeln könnt. Weiter gilt noch, ich wollte German Stone Parkour nicht nur eröffnen für Parkour-Videos, ich wollte auch Kampfsport-Videos bereitstellen, wenn ihr das natürlich wollt. Das könnt ihr auch mal bitte, bitte in den Kommentaren hinterlassen, ob euch das noch vielleicht interessieren würdet. Ja. Siehe Selbstverteidigung, vielleicht noch so Kung Fu, Karate, alles Mögliche. Auf jeden Fall, bitte schreibt es in die Kommentare, ob ihr das noch dazu wollt. Also, das war's dann auch schon erstmal mit deinem 100-Abo-Special. Bitte Daumen hoch, abonnieren und bitte, bitte, bitte kommentieren. Also, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal bei meinem neuen Tutorial über den Monkey Vault. Bis dahin, hier erstmal die Outtakes. Oh!
In diesem Tutorial erläutere ich euch, Unserem Spieß! Da will eine Orange! Du wolle Orange? Es geht los!